Wir stellen euch heute die Nest Hello vor und zeigen euch, was die Videotürklingel alles so auf dem Kasten hat. Wer ein Hausbesitzer ist bzw. in einem Einfamilienhaus wohnt, der hat vielleicht schon darüber nachgedacht, sich eine Videotürklingel anstatt der normalen Türklingel anzuschließen. Bei klassischen Geräten ist das manchmal so ein bisschen eine größere Herausforderung. Einfacher geht das mit so zeitgenössischen Geräten wie der Nest Hello, denn die wird zwar auch an einen bestehenden Türklingeldraht, also an eine Türklingelanlage angeschlossen, das Ganze ist aber doch deutlich einfacher umzusetzen und kann auch eigentlich von einem Laien durchgeführt werden. Das wird, wie schon gesagt, an eine Türklingelanlage angeschlossen. Dazu müssen ein paar Drähte hier angeschraubt werden und dann kann das ganze Ding auch schon eingesetzt werden. Die Nest Hello zeichnet HD-Video auf, hat dabei einen 160-Grad Erfassungswinkel. Die Aufnahmen mit dem 3-Megapixel-Sensor haben ein etwas ungewöhnliches Format. Das sind nämlich 1600 x 1200 Pixel. Das ist nicht 16:9, wie man das von gängigen Fernsehformaten und vielleicht anderen Videotürklingeln kennt, sondern das ist 4:3. Nest sagt hier, dass der Vorteil vor allem darin liegt, dass man so besser in die Höhe sieht und nicht einfach nur so ganz viel in die Breite. Eine weitere Besonderheit der Nest Hello ist, dass sie Video konstant aufzeichnet. Also viele andere Videotürklingeln oder auch Sicherheitskameras, die zeichnen erst dann auf, wenn eine Bewegung oder ein Geräusch erkannt wurde. Bei der Nest Hello wird konstant aufgenommen, also 24 Stunden am Stück. Wenn man dann gerne rückwirkend sehen möchte, wer bei einem geklingelt hat oder ob da jemand vor der Tür zugange war, dann kann man das natürlich tun. Hier gibt es allerdings eine kleine Einschränkung. Man kann Videomaterial bis zu 3 Stunden rückwirkend kostenlos anschauen. Wer aber gerne etwas weiter in die Vergangenheit gehen möchte, der muss sich zusätzlich ein Nest Aware-Abo besorgen. Die Abos gibt es ab 5 Euro, das sind dann die letzten 5 Tage. 10 Tage in die Vergangenheit gibt es dann für 10 Euro und 30 Tage dann für 30 Euro. Das Ganze gibt es dann außerdem noch in einem anderen Modell. Man kann 5 Tage für ein ganzes Jahr direkt kaufen. Das kostet 50 Euro, spart man also 10 Euro und so weiter. Die Hello von Nest kann außerdem Personen von Dingen unterscheiden und gegebenenfalls Warnungen aufs Smartphone schicken. Außerdem verfügt sie auch über Personen-, Bewegungs- und Geräuschwarnungen. Wenn also ein Hund gerade draußen bellt, dann gibt es eine entsprechende Warnung. Wenn sich jemand vor der Tür hin und her bewegt, dann gibt es eine andere und so weiter. Natürlich wäre eine Videotürklingel nicht so richtig praktisch, wenn man nicht auch mit der Person interagieren könnte, die da gerade geklingelt hat. Hier gibt es HD-Rauschunterdrückung, so dass man die Person gut versteht, die da draußen gerade geklingelt hat und mit einem spricht. Natürlich kann die Person, die draußen vor der Tür steht, auch hören, was man selbst gerade drinnen sagt. Wenn man gerade keine Lust hat, mit der Person an der Tür zu sprechen, beziehungsweise aus einem anderen Grund verhindert ist, zum Beispiel wenn man gerade unterwegs ist, dann gibt es praktische Quick Responses, also Schnellantworten, die man automatisch direkt an die Person schicken kann. Die werden dann von einer Stimme vorgelesen. Bei der Gesichtserkennung ist die Nest Hello außerdem so intelligent, dass sie Freunde und Familienmitglieder erkennen kann. Das kann man dann in der App selbst auswählen, ob man diese Person kennt oder nicht. Dazu ist allerdings auch das Nest Aware Abo Voraussetzung. Für all diejenigen, die gerne auch mal ihre Ruhe haben wollen, weil sonst immer ständig jemand vor der Tür steht und klingelt, hat Nest auch noch eine tolle Funktion in der App parat. Und zwar kann man dort Ruhezeiten einstellen. Das heißt also, in der Zeit, die man da festlegt, werden keine Benachrichtigungen an das Smartphone geschickt. Man hört kein Klingeln, man hat also seine Ruhe. Sobald man das wieder braucht, wird es eben wieder eingeschaltet. Spannend ist der Einsatz der Videotürklingel außerdem mit anderen Smart Home Geräten, nicht zuletzt auch mit dem Google Assistant bzw. dem Google Home. Um mal zu demonstrieren, wie Nest Hello in der Praxis funktioniert, haben wir hier diese wunderschöne Konstruktion angerichtet. Hätten wir natürlich auch draußen anschließen können, aber wir wollten es gerne hier im Studio machen. Wir haben hier ein Trafo, damit bekommt jetzt die Nest Hello Strom. Da ist kein Akku drin, man braucht also diesen Strom. Wir haben außerdem einen Google Home Mini installiert und haben die beiden Geräte miteinander verbunden. Das Praktische dabei ist jetzt, Google Home Mini funktioniert als Türglocke. Das heißt, wenn ich klingel, dann sagt mir Google Home Mini, dass jemand geklingelt hat. Es ist jemand an der Tür. Wie ja schon etwas früher erläutert, funktioniert das Ganze aber auf eine noch etwas intelligentere Art, nämlich über die Gesichtserkennung. Kamal ist an der Tür. Ach, Technologie. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Feature für all diejenigen, die gerne wissen möchten, ob da gerade ein Bekannter vor der Tür steht, Familie, Freundeskreis. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man das in der App schon so eingerichtet hat. Und dann wollen wir euch gerne noch zeigen, wie das mit den Quick Responses, also den Schnellantworten, funktioniert. Wenn also jemand klingelt, ich gerade keine Lust habe zu sprechen oder keine Zeit, dann kann ich Folgendes tun. Es ist jemand an der Tür. Und ich kann hier über Antworten
direkt eine von drei vorgefertigten Antworten auswählen und diese dann abschicken. Hallo, bitte stellen Sie es einfach vor der Tür ab. Vielen Dank. Wäre jetzt super praktisch für einen Postboten, der irgendwas geliefert hat. Oder? Einen Augenblick bitte, wir sind gleich da. Wie ihr seht, hat die Nest Hello Videotürklinge wirklich einiges zu bieten und macht euer Zuhause quasi spielend smarter und sicherer. Man muss dazu allerdings sagen, dass einige Funktionen erst dann freigeschaltet werden, wenn man sich das Nest Aware Abo dazu holt. Das gibt es ab 5 Euro im Monat. Dadurch erhaltet ihr Zugriff auf älteres Videomaterial, ihr bekommt die Gesichtserkennung, intelligente Warnungen, habt Zugriff auf Clips und Zeitraffer und vieles mehr. Falls ihr noch weitere Fragen zu Nest Hello oder zum Thema Videotürklingeln an sich habt, schreibt es uns unten in die Kommentare. Außerdem findet ihr weitere Informationen auf dem Tink-Blog und wir freuen uns, euch auch beim nächsten Mal hier begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen!